Guten Morgen. Ein Blick ins Fotoalbum, da geht die Sonne auf. Das ist so schön, auch im Sommer, wenn in der Früh die Sonne auf dem Zeltplatz oder beim Wohnwagen hinscheint. Das ist einfach ein Genuss. Ist noch nicht wirklich interessiert. 12 Grad hat es draußen heute. Ist nicht wirklich warm. Beim Günther ist die Tür noch zu, der wird wohl noch schlafen. Die Morgenstimmung, 6:30 dürfte es sein etwa. Da geht die Sonne langsam auf. Jetzt habe ich mir oben was Längeres angezogen bei 12 Grad. Ist jetzt nicht so warm. Da stehen wir am Parkplatz. Leider hört man sehr die Autobahn, die da hinterm See ist. Gestern Abend war es nicht so, also es hat der Wind wohl gedreht. Patsy ist in Spiellaune. Hast du ein Asti? Hast du ein Asti? Komm, hier, schenkst du Günther. Jetzt geht. Wir sind in Wiesau bei der Ladestation. Das waren jetzt gerade mal 3,5 Kilometer von unserem schönen Übernachtungsplatz. Wir breiten uns gerade aus. Schräg gegenüber ist eine Bäckerei, Backhaus Kutzer, und das muss ich euch jetzt erzählen. Ich gehe ja immer rein und frage, was vegan ist. Und ich sage euch, ich habe da Sachen erlebt von die Liste. Die ist jetzt oben im Büro. Da können wir jetzt nicht rauf. Bis Schweineschmalz in der Breze, Milch und Milchpulver und halt Listen, die nicht auffindbar sind. Und da gehe ich rüber zum Packhaus Kutze, frage, ob die Breze vegan ist. Und dann sagt sie, ja, also die Breze, da ist sie sich fast sicher, die ist vegan. Zack, bumm. Geht sie hin, druckt mir einen Zettel aus. Mit allen Zutaten drauf. Von der Semmel, so schnell gucke ich gar nicht, druckt sie mir die Zutaten aus, was in der Semmel alles drin ist. Hätte ich jetzt gar nicht braucht, weil ich glaube sie ja. Und die haben alles an der Wand hängen, übersichtlich, dass jeder gleich auch. Es gibt ja Leute, die sind allergisch, dass man da dann gleich sehen kann, was drin ist. Also ich bin begeistert. Es gibt doch Fortschritt. Parkhaus, Kutzer. Ist es doch angegangen. Patschi hat heute ein bisschen was übrig lassen vom Frühstück, ist vielleicht doch noch ein bisschen früh. Nach 3 Kilometer schon essen, Patschi, jetzt ist er wieder eingestiegen. Jetzt gibt es aber einen Kaffee bei mir auch. Günther pumpt schon seinen Kaffee. Ist auch überzeugt, gell? Absolut. Von der. Und eine richtig schöne Crema, wenn du schaust.
Ja, das hat mich auch begeistert, mich auch immer wieder aufs Neue. Ja. Unser zweites Kompott, Mirabelle Apfel mit dem Kochsack. Ich visualisiere ja immer noch Zwetschgen, aber der Wunsch ist mir noch nicht erfüllt worden. Aber das mit Apfelmirabelle war auch gut, gell? Winter. Gut, reicht schon. Schaut das nicht appetitlich aus? Patsch ist wieder eingestiegen. Der liegt am liebsten drin. Der Kochsack steht bereit. Und bis jetzt ist alles übergeschwappte nur am Kleckerlappen. Das andere ist sauber. Also war das noch eine gute Idee. Es brutzelt. Wir haben festgestellt, dass es das letzte Mal sogar zu weich war. Also muss es gar nicht kochen. In die Kleckerlappen. Das ist so heiß. So, ziehen wir mal alles zu. Da kann es jetzt weiter brutzeln. Was es auch tut. Und irgendwann am Abend oder wenn wir Appetit drauf haben, dann holen wir es raus und dann ist es fertig. Und dann machen wir uns einen schönen Kaiserschmarrn dazu. Ja, vielleicht mache ich sogar mal auf und schmeiße noch Rosinen rein, weil wir wollen noch Rosinen kaufen. Fertig. Verpackt. Ein kurzer Einkaufsstopp in Wiesau. Von Trebendorf, da waren wir ja richtig hoch droben, da war es immer schon wieder ein Stück unten. Aber da hatte ich keine Hand frei. Da ist Basaltabbau auf dem Berg in der Karte eingezeichnet. Und wir müssen gerade einen Umweg fahren, weil unten ist Baustelle. Die Route, die wir fahren wollten. Aber das ist doch auch ganz schön. Da geht es jetzt zum Bahngleis runter und dann am Bahngleis entlang. Und dann haben wir es auch schon umfahren. Und eine kleine Rast in Marktredwitz. Guckt mal, ein Dorfteich, in dem geschwommen wird. Ist das schön? So 10 Kilometer von Marktredwitz fahren wir an der Startstraße entlang, neben der Autobahn. Aber wir genießen das. Nicht mehr so bergauf, bergab gerade. Geht zwar auch, aber sachte, bergauf, bergab. Gleich geht es über die Autobahn drüber. 9 Kilometer bis Marktredwitz. Fünfeinhalb Kilometer vor Marktredwitz. Aber ich brauche beide Hände, jetzt geht's bergunter. Tiersheim ist unser nächstes Ziel. Wir sind auf über 500 Meter oben. Ja, Günther sagt gerade hinten, wir haben den Peak geschafft. Das war jetzt eine moderate Steigung, aber lang. Und jetzt brauche ich beide Hände wieder am Lenkrad. Jetzt sind wir gerade hinter Tiersheim auf den Brückenradweg abgebogen. Das ist eine ehemalige Bahntrasse. Super, da können wir jetzt, ich weiß nicht, 30 Kilometer oder so draufbleiben.
gucke ich dann noch mal nach. Es ist 10 vor 6, wir werden nämlich jetzt eine Bleibe ansteuern. Dieser Brückenradweg ist uns nämlich empfohlen worden. Wir fahren jetzt Richtung Tierstein. Durch einen Windmühlenpark. Wir verschandeln die Landschaft. Da hinten geht es jetzt wohl dann wieder schön runter. Günther hat nur noch für 4 Kilometer Akku. Bahnradwege und Flussradwege sind die schönsten. Die Luft im Wald. Und dann Sonntag. Zum Übernachten hatten wir wieder Ladesäulen angesteuert. Die waren schön gelegen, aber haben leider nicht funktioniert. In einem Nachbarhaus durfte man dann stehen bleiben. Und das war ganz eine nette Begegnung wieder. Vielen Dank nochmal. Wir sind an einem Pausenplatz in Schwarzenbach an der Saale. Im Hintergrund hört man Günther Zwiebeln oder Gurken schnippeln. Wir haben einen Kohlrabi geschenkt gekriegt bei der Übernachtung heute. Es ist noch kein Mittagsläuten. Es ist, wie viel Uhr ist es denn, Günther? 11 Uhr ist es. So. Dann machen wir die Kartoffeln mal ein bisschen klein. Das ist ja so viel. Wird der Topf zu klein. Also was ich mir noch kaufe, Günther, ist auch so eine Frischhaltedose. Was ich mir noch kaufe, ist auch so eine Frischhaltedose. So was? Weil das ist einfach praktisch, ja, wenn ja. Wir dann Kompott, wir haben ja fast jeden Tag. Ich habe jetzt da Schüssel in Schüsseln reingegeben. Mhm. Und da wir fast jeden Tag Kompott schon bald haben, lässt sich das dann da auch mal 2 Tage aufheben. Aber nur einen Kochsack. Da. Das kommt da mit rein, für früh. Da ist der weiße Belag, das kommt nicht dazu. Der wird jetzt auch noch klein gemacht, der Kohlrabi. Andere Seite von Patschi. Da darf niemand an unserem Pauseplatz. Wir und schon gar kein Hund. Jetzt ist aber wieder genug. So, den Kohlrabi habe ich geschnitten. Gesalzen. Der Wind kommt, aber schmeiß da Sojasauce rein, das ist ja doch so ein Allwürzmittel. Ja. Und dann kommt noch Wasser drauf und rauch noch auf den Kocher. Da ist noch was zum Rohessen. Es gibt halt jetzt ein bisschen einen Test, weil ich habe jetzt nicht bis oben hin das Wasser. Ich habe das nur bis zur Hälfte. Dann machen wir mal den Windschutz noch hin. Es kommt noch Salatgewürz dazu. Da sind nämlich lauter leckere Sachen noch dabei. Sellerie, Karotten, Zwiebel, was da auch gut reinpasst ins Gemüse von Kohlrabi. Magst du auch noch mal?
Ich lasse das Gemüse so eine halbe Minute bis Minute kochen und stelle es dann sofort in den Kochsack rein. Patty ist wieder eingestiegen. Hier im Kochsack kocht unser Abendessen, der Kohlrabi mit den Kartoffeln. Und dahinter meine aufgerollte Matratze. Der Himmel verspricht nichts Gutes. Und auf der App ist auch Gewitter angesagt. Jetzt warten wir da mal ab. Haben wir ja Zeit. Hübsche Fische, schwarze Flossenenden und rot. Rote Flossen, Schwanzflosse schwarz. Ja, wir stehen da immer noch unter, weil gerade ein Gewitter um und über uns gezogen ist. Jetzt sind wir ja auf dieser schönen Brücke. Patty hat geschlafen. Und da können wir jetzt wohl weiter. Das Gewitter ist vorbei. Viertel nach 12 ist es. Nochmal auf der Wetter-App schauen. Wir sind da in Schwarzenbach. Also es schaut schon besser aus. Die Gewitterwolken sind durch. Ja, jetzt wird es wieder frei. Können wir starten. Oh, jetzt hat der Günther da so eine scharfe Kurve machen wollen und dann ist das Rad umgefallen und der Hänger ist weg. Und wie hast du es? Du bist an dem Hänger nach und hast ihn erwischt? Ja, ja. Boah, ich konnte nichts machen. Ich bin da rauf, musste mit der Schiebehilfe noch schieben. Aber jetzt kriegen wir das miteinander. Da muss ich aber ausschalten. Also Hof ist scheußlich. Kleiner Einkauf nach Hof und für Patschi noch mal eine Erfrischung an der Sächsischen Saale. Das ist zu tief. Da kommst du nicht mehr hoch. Das ist das Problem. Sehr tief unten. Warte mal, schauen wir mal, ob es irgendwo besser ist. Da geht's. Da sagst du. Das ist super. Auch nicht. Dann haben wir nichts Besseres. Okay. Die Saale. Katschi probiert die Saale. Kannst du nur laufen? Das ist ein schöner Fluss, die Saale. Da ist kein. Wir parken gerade, weil unsere Akkus nach dem ganzen Bergauf, Bergab, wir sind knappe 50 Kilometer gefahren, einen Geist aufgeben. Entweder wir tun um 4 Uhr schon ein Quartier suchen oder hier, wo der Günther entdeckt hat, gibt es einen Pavillon. Mit einer herzlichen Einladung für Besucher. Ganz nett. Und mit Strom. Und jetzt gehen wir daher und laden mal unsere Akkus eine halbe Stunde, Stunde. Ne? Oder wir bleiben da. Oder wir bleiben da. Oder wir bleiben da. Wir haben uns eingerichtet. Es ist kurz vor 5. Patschi hat gegessen. Bei uns gibt es Menü. Vorspeise. Knockelsuppe mit dem Rest von den Knödeln. Und das waren ja da auch schon Knockerl, gell? Und dann als Hauptgericht gibt es dann den Kohlrabi mit
Kartoffeln. Und dann, glaube ich, sind wir satt. Gell? Da unten auf diesem Weiher steht ein Tretboot. Und das darf man kostenlos benutzen. Über eine kleine Spende freut sich die Dorfgemeinde Schollenreuth dennoch. Ich weiß jetzt noch nicht, wo das Spendenkiste ist und ob ich überhaupt Tretboot fahre. Ach, ich bin zufrieden. Gerade eingestiegen. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis vom Kohlrabi und den Kartoffeln an. Wie lange ist das jetzt drin? 12 Uhr, es war 12 und jetzt ist 5. Ja, es ist schon gleich um 6. War denn 6? Also 6 Stunden fast. Es ist noch richtig schön warm. Okay, man kann nicht sagen heiß, ja, aber. Es ist gerade zum Essen, ja. Es ist jetzt richtig. Also riechen tut es schon mal. Riechen tut es voll wie Kohlrabi-Gemüse. Das muss man dann noch umrühren. Ich hole mal die Gabel. Das, was oben ist, ist ja gedämpft, weil ich absichtlich nicht so viel Wasser rein habe. Okay. Ich bin jetzt gespannt. Und die Kartoffeln, das Wasser alles aufgesaugt. Ne, da ist noch. Da kann man noch ein bisschen umrühren. Ich meine, der Kohlrabi, ein bisschen Biss darf er ja haben. Ja, ja. Macht ja nichts. Ist wahrscheinlich besser, wenn es mit Wasser bedeckt ist. Ja. Die Hitze länger. Ja, ja, ich wollte bloß nicht, dass wir das dann nicht so verwässert haben. Jetzt gebe ich dir einfach mal da was rein. Auf jeden Fall ist es kalt genug. Kartoffeln sind durch. Kohlrabi war oben. Das ist okay. Das ist gut zum Essen. Wer ein guter Wein will, da muss man dann wirklich mit Wasser bedecken alles. Ein bisschen Salz könnte man noch dazu tun. Richtet sich Trinkrad wieder ein. Günther packt das Fahrrad ein, werde ich jetzt dann auch tun.